Ja, Grüße, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Rollenspielprojekt von Skyrim. Jo, ich bin neu generiert. Ich habe den Fehler gefunden, dass der Schwierigkeitsgrad immer resettet war. Es ist von SkyUI ein Fehler gewesen. Und jetzt ist zum Beispiel Experte, oder? Jetzt können wir natürlich auch schwierig spielen, auf schwer, also auf Experte. Und dann noch höher schrauben, wenn wir besser sind. Jo, ich bin jetzt einfach hier wieder hingelaufen. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gemacht, oder? Aber, jo, ich habe ein paar Mods wieder entfernt, die auch ein bisschen verbuggt waren. Oder einfach too much waren. Es waren zu viele Personen, zum Beispiel in Weißlauf drinnen und so weiter. Und ja, das konnte ich natürlich nicht so lassen. Wow, schau sich einer dieser Robe an. Seid ihr ein Zauberer? Jo, wir werden einen Druiden. Jo, ich freue mich sehr. Jo, ich habe natürlich jetzt auch nicht so viel Geld. Wir hätten fast das Geld gehabt. Also wären wir nach Weißlauf zurück, hätten wir eigentlich einen Zauber nutzen können. Es ist, glaube ich, gerade nachts. Kommt das mir so vor, oder? Jo, wir müssen eigentlich jetzt hier nichts mehr machen. Wir brauchen nur diesen einen Typen da, der Diener. Und jetzt schauen wir mal kurz. Es ist einfach noch zu früh am Morgen. Warten wir noch kurz eine Stunde. So, dann sollte eigentlich der Diener auch hier sein. Also er kommt schon mal. Mit ihm müssen wir nicht mehr reden. Haben wir ja ziemlich viel getan. Und wo ist jetzt der Diener? Hm. Ja. Ah, da kommt sie. Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Ich bin doch kein Spion. Hallo. Geht's, ne? Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ja, aber ich möchte dich sehen. Dankeschön. Ja, Herr Avanici. Ah, er heißt Proventus. Ich dachte, das wäre ein Titel. Ich habe ein Schwert für euch. Von eurer Tochter. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Okay. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. 20 Münzen dafür bekommen. Okay. Dann müssen wir diese, Rostsalze wieder abgeben. Was noch nicht machen können. Und die Putze. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl. Ja, du bist ja auch genauso hilfreich. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Ah, nein, machst du doch nicht. Und die Jüngere? In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Die ist gar nicht so viel jünger. Sind einfach zwei. Gut, also einfach ein paar Dorfbewohner und ja, Tiere sind weg. Hunde sind noch drin, aber die Katzen, ich mochte sie einfach nicht so sehr. Ich habe sie jetzt auch rausgenommen am Schluss, weil sie waren einfach überall. Dadurch, dass weniger Menschen waren, waren sie wahrscheinlich ein bisschen häufiger. Verdammt, der Sturmmantel-Rebellen! Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Okay, mit dir rede ich später. Da gibt es, glaube ich, die Zauber dann. Ja, verkaufst sie. So, Isolda. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Okay, das ist, glaube ich, die Taverne. Hä? Hofft ihr, einen Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Da habe ich doch einen gesehen. Wir müssen einfach nochmals dort ins Banditenlager gehen und dann haben wir es, glaube ich. Ich könnte euch vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Okay, machen wir. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen.
Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Ach, wieso? Ist doch schön. Ja, vielleicht einfach heiß und... Ja. Du hast irgendwie rote Augen. Interessant. Zu wenig geschlafen. Ihr habt von Hamskaran gesprochen. Ja. Diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Wieso? Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Pest. Lebt wohl. Hallo, könnt ihr mal still sein? Wer schwaffelt denn hier immer ständig? Sicher du. Der hat auch rote Augen. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Habt ihr das ganze Wild ganz allein geschossen? Oh ja. Die Jagd ist meine große Leidenschaft. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, definitiv. Dankeschön. Gute Fleischburger, du. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Na sieh. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ich bin das erste Mal, nein, das zweite Mal hier. Also Sammlerstücke und Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Okay. Sammlerstücke und Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Haben Sie auch etwas nicht so schmuckartig? Wer ist der beste Schmied von Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Ja. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den 9 Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Okay, machen wir. Das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Was? Wo liegt Jorvaska? Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Könnt es nicht verfehlen. Habt ihr was auf dem? Ja, das ist easy. Ich kann euch versichern, dass du machen. Ihr solltet Antwort. Das und vielleicht noch die Kampfgeborenen. Hört ihr bloß mit diesem Haufen auf. Vielleicht möchtet ihr von dem Haufen. Sie halten sich für etwas Besonderes. Ja, sie haben Geld. Aber nicht einer von ihnen besitzt einen Funken Anstand. Graumähne. Das ist ein Name, der einen mit Stolz erfüllt. Wir haben Wurzeln in Weißlauf. Wir haben Tradition. Okay, ziemlich schön. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Dann weiß ich ja ungefähr, wem ich vielleicht helfen sollte. Okay. Die Sachen sind eher so verzaubern. Passt gut auf euch auf. Was ist mit einem Eisenschneidkolben und einem Krug? Wie ihr wollt. Das nicht? Die Wälder liegen in dieser Richtung. Oh. Wenn ihr außerhalb der Stadtmauer steht, geht immer geradeaus. Gut, also wir müssen hier rein nochmals. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Danke für den Empfang. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ich sag das immer, ist es ein Bug? Kann ich das Alchemielabor benutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt, ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Ich möchte Alchemie trainieren. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Ist er das einen Heiler? So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen.
Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Na schön. Habt ihr je daran gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord im Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Gut, was habt ihr zu verkaufen? Dann seid ihr also ein Alchemist? Wir haben 238 Gold. Ich möchte vielleicht, ja, ich will ja sowieso weniger Alkohol trinken. Ich tue alle verkaufen. Gibt aber nicht so viel Geld. Ich habe übrigens den Mod auch rausgenommen mit diesen anderen Preisen, weil der sehr unbalanciert war. War manchmal einfach zu viel Geld, das man bekommt. Spinneneier brauche ich, glaube ich, auch nicht. Einfach mal einen. Genau, die Fische. Ich habe ein bisschen mehr geangelt. Dabei ein bisschen zu viel Zeit verloren. Aber ja. So, Zauberdank der Gesundheit brauche ich noch. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ich habe das mit den Frostsalzen scheinbar nicht angenommen. Haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Ich habe kein Rüttelfieber. Mann, wieso sagt ihr mir, ich bin krank? Falsche Taste gedrückt. Es gibt nichts. Ich habe nichts. Keine Krankheit. So, keine Krankheit. Also gehen wir nochmals nach oben. Auch gehen wir zuerst zum Schmied, genau. Weil da muss man irgendwas noch auswählen, oder? Aber beim Magier Faringar muss ich noch etwas auswählen. Habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Hier hinten, ja, zu den Gefährten gehen wir dann später. Wenn wir dann auch müssen. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Ja, das sehe ich. Hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Erzähl mir etwas über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Etwas anderes über euch. Wer sind die Gefährten? Bei Ismir. Seid ihr wirklich so dumm oder einfach noch zu unerfahren? Ja. Die Gefährten sind die älteste und ehrwürdigste Kriegertruppe in Himmelsrand. Weißlauf wurde um ihre Halle Jovaskre herum erbaut. Glaube nicht, dass sie euch einsetzen würden. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich. Punkt, 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 Punkt. Lockup failed. Was ist denn das schon wieder für ein verbuggter Mod? Seid ihr ein Gefährter? Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss? Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Aha. Preist die Götter. Ja, machen wir ein bisschen. Nordstahlpanzerhandschuhe, sehr gut. Eine Spitzhacke, kann man die nicht irgendwo anders bekommen? Ja, muss ich eine holen. Stahlstulden, Stiefel, Stahlschild. Sind also alles nicht die Sachen eines Druiden. Tut mir leid, ich kann nicht mehr kaufen. Ich habe wenig Geld. Sonst ist hier um gar nichts. So. Ja, Wunderbärchen. Jetzt nur noch die Quest machen. Und dann können wir raus wieder. Also mal Auto speichern. Oder nein, Schnee speichern, genau. Ich habe nichts getan. Was? Warum schaut er mich so an? Wissen, an mir ginge ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Ja, hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Ja, okay. Ich bringe euch das Bier, Alter. Argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Jo. Stiehl ist argonisches Bier. Oh je. Jetzt nicht so gut, dem da zur Hilfe zu kommen nochmals.
Das ist wahrscheinlich heftigst. Jo. Betrunken, aber gut. Wenn es schon will. Ärger oder so? Ja, mit dir. Wenn du mich anredest. So. Also, Varinga ist die gesuchte Person. Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügel drauf. Ja, gleich. Was macht ihr denn noch hier? Der Jarl sagte doch, dass die Beschaffung der Steintafel Vorrang genießt. Ein Schüler, das der schon gelesen eine haben. Sobald ihr ein... Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das... Es überrascht, also, ja. Aber jetzt... Vor langer Zeit... Viele der... Genaueres ist nicht überliefert. Oh nein, dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgru... Ich glaube... Ach, wo wir... Wärt ihr vielleicht so nett, so, die Frostsalze zu bringen? Aka, gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige gut. Tätigkeit. Wir könnten noch kurz ein paar Tränke machen, das habe ich vergessen vorher. Und zwar, ja, diese Sachen, hä? Ich habe die Sachen aber nicht. Also ist ziemlich egal. Was wir jetzt machen, ist kurz speichern und einfach mal die Sachen fressen, die wir haben. Oh, und ich dachte... Ja, ja, schon gut. Fressen ist immer gut, dann schon weiß man, was es ist. Dankeschön. Nein, ich muss wieder umdenken. Ich habe die ganze Tastaturbelegung umgestellt, weil es gab ein paar Bugs. Ja, machen wir das am besten hier so. Eine Biene. Lecker Biene. Hühnerei, was macht ein Hühnerei? Magieresistenz, klar. Oh, eine Schlammkrabbe. Knoblauch. Oh, das mit dem Salz hätte ich jetzt noch nicht probieren sollen, weil da brauche ich ja viel. Finde aber. Das ist leid. Ich könnte es einfach verkaufen, bekomme wahrscheinlich dann mehr Lohn. Naja, ist nicht so schlimm. Werde ich nicht machen. So, dann haben wir zum Beispiel Gesundheit erstellen hier drauf. Jo. Okay, blaue und rote. Nein. Schmetterlingsflügel. Aua. Jetzt habe ich gerade ein paar Debuffs scheinbar. Ah, schon wieder falsche Taste. Glaube ich, lege das wieder um. Das ist nicht so tolle. Nein, ich muss das einfach gewöhnen. Was wollte ich noch sagen? Machen. Ah, schauen, was für Magieeffekte ich drauf habe jetzt. Anfälligkeit für Magie, das ist Salz, was negativ ist. So, Resistenzen sind immer gut, Magieresistenz auch. Ja, könnten wir manchmal einsetzen, einfach mal ein paar Sachen machen. Essen und so. So. Auf zum Ölsturzhügelgrab mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger jetzt Mann. Jetzt halt die Fäße! So, und jetzt kurz die Taste suchen. Nicht beenden. Okay. Aha. Und Tab. So, ja, die Steuerung ist ziemlich nervig so kombiniert, aber... Ja, Bergblumen haben wir noch, die restlichen Sachen nicht mehr. So, wunderbar. Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem... Hallo, wiederhol dich nicht immer ständig. Fertig. Genug ist genug. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Ja, machen wir irgendwann mal. Weiß nicht, wo der ist. Dumme Laden. Wenn wir ihn gefunden haben, warum... Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen... Okay. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob diese eine Mod da mit dem Kinderkriegen jugendfrei ist und so. Aber, jo. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr steht irgendwas mit großen... Und wenn nicht, gebt mir einfach Teilen. Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Ihr seht ich etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Dankeschön, dass du das nochmal sagst. Wunderbar.
Ich brauche die Salze für ein besonderes Gebräu, an dem ich arbeite. Einen einzigartigen Liebestrank. Vielleicht probiere ich ihn zuerst an Farengar aus. Oh. Oh, ihr erwartet vermutlich eine Art Belohnung. Hier. Diese Zaubertränke sollten genügen. Danke sehr. Genau, und die haben wir ja gesagt. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Wir wollen jetzt einfach das Geld holen. Von Baniden. Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Ja, ich hab's ja schon mal gesagt. So, bei dir will ich noch etwas verkaufen. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Okay, machen wir. Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Sie würden mich das nicht wissen. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Was habt ihr zu besten Waffen und Rüstungen. Ja, die besten. Ich werde bald die besten Waffen und Rüstungen haben. Aber ich verkaufe sie dir nicht. Sonst tust du sie wieder weiterverkaufen. Das ist nicht so gut. Jo. Also, wir können verkaufen. Das Eisenschwert können wir eigentlich schon langsam verkaufen. Wir können die Fellsachen verkaufen. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Ein Schild. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Und dieses Stahlpanzerhemd, damit wir 443 haben. Also jetzt noch 107 und wir können ungefähr den ersten Zauber uns leisten. So, die Pelze und so, die brauchen wir wahrscheinlich fürs Schmieden. Von irgendwelchen. Ah, nein, nicht die Folge. Nein. Wie kann man das wieder zurück? Was? 30? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bekomme weniger Geld, wenn ich das wieder zurückkaufe. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich den Ding Folter kaputze. Weil die ist scheinbar ziemlich einzigartig, die möchte ich lassen. Ja, ich verliere halt einfach ein bisschen Geld. Macht nichts. Ich, weißt du, für was muss ich 10-mal mehr Geld verlieren, wenn ich es wieder kaufe? Was ist das für eine Logik? Ich habe sie ja nur gegeben, ich könnte sie gleich wieder zurückbelangen, im gleichen Preis. Irgendwie ist das Spiel völlig schlecht gemacht, aber... Psst. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Das ist zum Schmieden. Ja, der Amboss wollte ich haben, genau. Ich möchte ein Ding schmieden und nicht, schärfen. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Danke, aber ich möchte jetzt mal kurz noch schärfen. Wenn ich noch ein bisschen mehr Level bekomme. Ich tue mal die Spitzhacke auch. Ja, welchen Knopf muss ich denn immer drücken? Das ist immer so umständlich gemacht. Ja. Also Tab immer zum Bestätigen. So. Ah, jetzt habe ich die Spitzhacke nicht geschmiedet. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Also ihr seht es, ich habe noch nicht so viel erfahren. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein. Das habe ich doch gerade gemacht. Mann. Also gut. Habe ich die Rohstoffe noch? Ja. So. Mann, die schaut nicht, was ich mache. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ja. Ihr wollt mir weiterhelfen?
Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Oh, das mag ich jetzt nicht so sehr, Asteroide, aber das ist das Gestell. Ja. So. Einen Hundeball, okay. Zum Spielen für die Hunde. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich hab dir gerade geholfen mit deinem... Ja? Ich bin leider die Abo. Ah, good. A lot of weapons and armor need leather for straps, fittings. That kind of thing. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Deswegen müsst ihr nicht Englisch sprechen. Da wahrscheinlich wieder. Ich muss kurz in die Schmiede diesen Pelzhelm. Oh, ich kann einen Diebesrucksack herstellen. Korundbahn und Leder. Okay, ich muss Korund abbauen oder kaufen. Ihr denkt, dass all der Rat, den... Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Oh schon, ich bin noch ein bisschen schusselig. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Es hat die Passform mit der, also mit der Zähigkeit von einem Helm zu tun. Das Spiel macht mir ein bisschen Angst. Gothic ist sehr viel realistischer. Ich warte. Ich habe einen Pelzhelm angepasst. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Danke. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Du warst sehr nervig, aber eine gute Lehrerin. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Okay, dann gehen wir noch kurz rein. Dankeschön, du. Na, schon Säge. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Das mag ich zu bezweifeln. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Habt ihr auch Spielzeug? Wer schmiedet eure Waffen und Rüstungen? Adrienne. Draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Hat sie auch mit Spielzeug gespielt oder nur mit Waffen und Rüstungen? Wer hat in Weißlauf das Sagen? Jarl Balgruuf der Ältere. Ein durchaus ehrenwerter Mann. Hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan. Für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit mit all den Kämpfen und Drachen. Aber Balgruuf ist ein zäher alter Nord. Er kommt damit zurecht. Balgruuf. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Ich möchte zaubern. Hast du irgendwas? Ja, Karina, wieder herstellen, genau. Etwas zum Zaubern. Zu teuer. Na, wie diesen Schmarrn. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, und über sechs Spielzeuge zu reden. Dankeschön. Aber einen coolen Hammer. Ihr seht aus, als könnt ihr eine Waffe gebrauchen. Vielleicht etwas Großes? Ich möchte eine diese Puppe kaufen. Zweihänder? Gut, ich weiß, ich sollte ein bisschen das lassen, nicht, dass noch YouTube meint, ich müsste da irgendwie ein, ja, ab 16 Projekt machen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, danke. Aber das ist zum guten Glück nicht so, ja, wenn man klein ist. Ist das eine Quest von einem Mod? Cool. Überlege den Lager, dich zum seinem Champion zu machen. Was ist das für ein Mod? Schauspielen, okay. Über die Fähre von 5 Schneebären, okay. Was Klitschia, Wolfsklaus, Bruma, die Bestien bereits erledigt hat und noch Kühnesheim unterwegs ist.
Okay, sehr interessant. Keine Ahnung, was das für ein Modus ist. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ja. Hexenraben oder Horka? Wir haben für jede Beute die richtigen Pfeile. Woher kommt der Name Trunkener Jägersmann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Oh. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Oh. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Oh. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Oh. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Oh, romantisch. An wen kann ich mich wegen der Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr okay. solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Gut, was habt ihr zu verkaufen? Was jagt ihr denn? Egal, ich will es gar nicht wissen. Eine Frau hinterher, dankeschön. Meine Güte, ich bin nur kurz am Schauen, was du so hast. Eine kaiserliche Armbrust, cool. Also wenn ich irgendwas mit Bogen mache, dann mache ich mit Armbrust Bogen. Schleuder dir einen Bolzen es hinterher. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mich auch. Hallo. So, also danke schön fürs Zusehen, zu mich begleiten. Ich habe ein schönes Abenteuer hier. Es geht ja über Sachen, ja, über Spielzeuge vor allem und wenn ihr Jagdzubehör braucht, seid ihr hier genau. Ah, die Fäse. Gut, dann ich bedanke mich. Klar, es ist jetzt nicht mehr so ein neues Spiel, es gibt nicht mehr so viele Aufrufe. Ich werde das Projekt trotzdem noch weitermachen, bis halt vielleicht das Game wieder meint, es müsste mich nerven. Still jetzt dort. Und... Ah, da kommt noch Nasir, wie heißt. Seid Nasir? Ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, nein, ich will es nicht mehr. Nicht. Gut, dann. Jo, eben. Ich möchte halt alte Spiele noch ein bisschen rollenspielen und ja, neue Spiele kann ich natürlich auch noch rollenspielen. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Projekt, wenn es eben noch nicht so beliebt ist. Vielleicht wird es ja beliebt. Jo, dann bis zum nächsten Part. Tschüssi!